Eine boomende Börse, ein Leitindex, der ein Allzeithoch erreicht hat, jetzt in dem Umfeld, das wir momentan haben, und 7% Wirtschaftswachstum pro Jahr ungefähr. Solche Länder muss man natürlich als Anleger erstmal finden, aber es gibt solche Länder. Und das herausragendste davon, das ist zurzeit natürlich Indien. Und darum geht es heute auch. Um Indien, um den indischen Aktienmarkt. Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Willkommen, liebe Anleger. Heute geht es bei uns auf dem Kanal um Indien. Endlich mal. Und das sage ich endlich mal, weil den Zukunftsmärkte-Kanal, den gibt es inzwischen schon seit über einem Jahr. Ich beschall sie schon seit über einem Jahr, also mit Börsenthemen, mit speziellen Themen hier, Schwellenländer natürlich, Emerging Markets, also eben auch mal exotischere Dinge, Sachen, die auf YouTube nicht so viele andere machen. In dem Zusammenhang auch herzlichen Dank mal wieder an Sie fürs Zuschauen in diesem Jahr, für die vielen netten Kommentare, die gekommen sind, für die vielen Anregungen natürlich auch. So wie es jetzt ist, macht es wirklich sehr viel Spaß und das Jahr ist für mich auch sehr, sehr schnell vergangen. Ging ganz flugs, aber was ich kein einziges Mal gemacht habe in dem Jahr, seit es Zukunftsmärkte gibt, das ist Indien als Thema. Also anscheinend war immer irgendwas anderes gerade wichtiger und mich bestürzt es eigentlich sogar ein bisschen, dass ich das bis jetzt nie gemacht habe, weil Indien ist ja wirklich ein wichtiges Schwellenland und eins der größten Schwellenländer auch und eins der interessantesten. Insofern wundert mich das auch selbst ein bisschen, dass es so ist. Aber diese Woche, da hole ich es wirklich nach. Diese Woche gibt es Indien sogar als Doppelpack. Wir machen ein Indien Double Feature hier diese Woche, nämlich hier schon mal Indien, Wachstum, Börse, wie sieht es mit Aktien generell so aus? Und dann im Report auch diese Woche, wie schon gesagt, eine ganz spezielle Aktie nochmal, nämlich Indiens Amazon sozusagen. Den Report, den kriegen Sie ja immer per Mail. Das wissen Sie ja, wenn Sie sich eingetragen haben. Wenn nicht, dann sollten Sie das jetzt noch schnell machen. Denn diese Woche, wie gesagt, da geht der neue Report mit Indiens Amazon raus. Und wir zeigen Ihnen da eben das Unternehmen in Indien, das sehr davon profitieren wird, unserer Meinung nach, wenn es da mit dem Internethandel auch richtig losgeht. Und die Reports sind immer gratis natürlich, das kostet nichts, das verpflichtet Sie zu nichts, sondern es ist einfach nochmal extra Börseninformationen und Aktienanalysen von uns, die Sie obendrauf noch kriegen können. Und der Anmeldelink, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und zur Einstimmung jetzt schon mal Indien an sich. Indien, da hat natürlich jeder so seine Vorstellung. Indien ist schon mal sehr groß, das weiß man. 1,3 Milliarden Menschen ist also das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung weltweit nach China. Und Indien ist leider aber auch immer noch sehr arm. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist momentan 2000 Dollar im Jahr. In China sind es beispielsweise schon 10.000 Dollar, also ungefähr das Fünffache. Mit China wird Indien ja immer ganz gern verglichen, weil es natürlich auch immer wieder diese Hoffnung gibt, dass Indien jetzt auch so einen Boom kriegen könnte, wie ihn China gehabt hat in den letzten 20 Jahren. Dass Indien also jetzt hier möglicherweise das nächste große Land ist in der Region, das auch einen großen Wirtschaftsboom bekommen könnte. Vom IWF hat jemand mal gesagt letztes Jahr, Indien ist ein Elefant, der gerade angefangen hat zu rennen. Das Wachstum ist auch jetzt schon hoch. In den letzten 3, 4 Jahren war es immer so um die 7% pro Jahr. Indien hat Nachholbedarf da natürlich und es gibt auch da Modernisierung, Strukturwandel. Wir haben auch eine junge Bevölkerung. Das sind alles Dinge,
die das Wachstum anschieben in der Regel, also die ganzen Produktivitätsfortschritte auch. Und die indische Wirtschaft ist ja auch jetzt schon nicht klein, sondern sie ist ja jetzt schon die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, weil ja die Bevölkerung auch sehr groß ist. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, wenn es so weitergeht, dann steigt Indien so in 30 Jahren oder so auf zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Nach China wäre das dann, aber vor den USA auf jeden Fall. Das ist also nicht völlig undenkbar und es wäre natürlich eine spektakuläre Entwicklung, weil es ja auch dann die Wahrnehmung betreffen würde an den Finanzmärkten und an den Börsen und natürlich auch die allgemeine Wahrnehmung hier in der Wirtschaft und in den Medien. Was es auch gibt in Indien, ein Mittelstand, der stark wächst, und da sprechen wir ja auch von ein paar hundert Millionen Leuten, aber es gibt eben auch, wie gesagt, starke Armut immer noch, Unterentwicklung in vielen Bereichen und auch Gesellschaftsstrukturen, die diese Armut noch befördern. Das ist eine der großen Herausforderungen, zum Beispiel für die Politik, ja vor allem. Und wir haben gerade Wahlen gehabt. Das war jetzt auch sehr wichtig für die indische Börse, wie diese Wahlen ausgehen. Und die sind so ausgegangen, dass der bisherige Premierminister Narendra Modi auch der neue Premierminister sein wird. Und seine Partei, die hat sogar diesmal die absolute Mehrheit bekommen. Ganz überraschend. Und das war aber auch genau das, was man an der Börse gehofft hat. Und als dann klar gewesen ist letzte Woche, wie die Wahl ausgeht, da hat dann der Sensex, also der Leitindex, nochmal ein neues Rekordhoch erreicht auch. Da ist er, der indische Sensex. Das ist der 5-Jahres-Chart. Und wir sehen, er ist schon überdurchschnittlich gestiegen die letzten Jahre. Es hat 2018 auch Rücksetzer gegeben, 2 Stück, was aber nicht unüblich war, so gerade für die Emerging Markets. Und was man auch sieht, er hat das ja auch wieder ausgebügelt 2019 dann, also dieses Jahr. Natürlich unter Schwankungen, zum Beispiel jetzt auch vor der Wahl wieder, weil man war da schon vorsichtig, man hat nicht gewusst, wie das ausgeht, aber nach der Wahl endgültig Ausbruch über das Hoch von 2018 und über das Hoch von 2019, das bisherige, auf ein neues Allzeithoch letzte Woche, und das in einem Marktumfeld, wie gesagt, das ja nicht besonders einfach war, wegen Handelskonflikt und so weiter. Es ist aber natürlich so, der Sensex notiert ja in indischer Rupie, deswegen schauen wir uns jetzt nochmal einen anderen Indien-Index an, nämlich den MSCI India, auch auf 5 Jahre. Da ist die Performance in Dollar und die sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Es relativiert sich ein bisschen. Was wir hier vor allem sehen, die Korrektur letzten Herbst, die haut in Dollar schon mehr rein. Und es gibt auch kein neues Allzeithoch hier letzte Woche. Trotzdem, hier ist nochmal der Einjahreschart, es ist immer noch ganz ordentlich. Vor allem, wir haben in Indien auch das Tief nicht im Dezember gehabt, wie in den meisten anderen Ländern, schon im Oktober schon. Und seitdem ist eine Aufwärtsbewegung da, die eigentlich auch intakt ist, dadurch, dass wir jetzt ja wieder diesen Anstieg gehabt haben durch den Wahlsieg von Modi. Stellt sich noch die Frage, ob der Markt da zu Recht so begeistert ist. Also ist dieser Modi jetzt der richtige für Indien? Die Anleger sagen ja, unisono eigentlich. Für die ist Modi eine Lichtgestalt, könnte man schon fast sagen, weil er reformiert hat und modernisiert hat. Der scheint also gut für die Wirtschaft zu sein. Man kann das auch so sehen. In seiner ersten Amtszeit, da hat er schon ein paar Sachen durchgedrückt, was ihm keiner so richtig zugetraut hätte. Die Bargeldreform zum Beispiel, diese Geldscheine, die da über Nacht abgeschafft worden sind. Man hat den Wert nur noch retten können, indem man sie eingetauscht hat gegen neues Geld, das aber dadurch dann natürlich deklariert werden musste irgendwie. Das war sehr brutal. Das hat viele hart getroffen. Das hat auch die Wirtschaft erstmal hart getroffen. Aber es war natürlich ein wichtiger Schlag zum Beispiel gegen die Schattenwirtschaft in Indien. Genauso die Mehrwertsteuerreform. Wir haben jetzt einheitliche Mehrwertsteuer im ganzen Land und eine moderne Steuererhebung auch. Das war nicht einfach, das durchzukriegen, aber es war auch dringend nötig,
auch wegen der Steuergerechtigkeit natürlich und Steuerbasis auch. Die hat sich ja dadurch auch stark verbreitert und zwar natürlich auch ein Schlag gegen den informellen Sektor, der immer noch riesig ist in Indien und das ist ein Problem. Der informelle Sektor, der zahlt natürlich keine Steuern und da gibt es auch nicht sowas wie Arbeitnehmerrechte oder Absicherung. Das Ganze war extrem unpopulär, diese Maßnahmen. Aber Modi hat das wirklich durchgesetzt und da muss man schon sagen, Hut ab. Und es ist natürlich wichtig für so ein Land, dass es eine Regierung hat, die solche Reformen, wenn sie nötig sind, auch durchkriegt. Es gab weitere Fortschritte in der ersten Amtszeit, Entbürokratisierung zum Beispiel, da ist man anscheinend wirklich gut vorangekommen. Dann hatten wir große Infrastrukturinvestitionen, ist auch wichtig in so einem Flächenstaat. Die Zahlungen an die Landbevölkerung, an die Bauern, um denen zu helfen, das ist natürlich auch positiv gewesen, wobei es den Bauern nach wie vor extrem schlecht geht in Indien, vor allem wegen der niedrigen Lebensmittelpreise. Den Landwirten geht es momentan überall nicht besonders gut, aber in einem Land wie Indien, da ist sowas dann natürlich nochmal extra schlimm, leider. Es gibt aber auch noch eine andere Seite von Modi. Er steht für Populismus letztlich, für Hindu-Nationalismus, dafür, dass Minderheiten diskriminiert werden in Indien, Muslime vor allem. Und er steht für eine harte Linie im Kaschmir-Konflikt mit Pakistan. Und beides wird vermutlich auch nicht besser werden, weil beides funktioniert für ihn ganz hervorragend. Und dass er so ist, wie er ist, das hat ihm wahrscheinlich auch den Wahlsieg gebracht und nicht, dass er so ein großartiger Wirtschaftsreformer gewesen wäre. Und das ist unschön, das ist sowohl an sich unschön natürlich, aber es ist auch möglicherweise für die Wirtschaft nicht so besonders gut, weil sowas wirkt destabilisierend, also so ein Druck nach innen und nach außen und es kann ja zum Beispiel auch Auslandsinvestoren abschrecken. Ein weiteres Problem, das Indien hat, das ist der Bankensektor, vor allem der staatliche Bankensektor, der ist komplett marode. Da haben wir faule Kredite in den Bilanzen, hunderte Milliarden Dollar. Das muss dringend saniert werden. Das wird für Indien teuer werden. Und das ist natürlich ein Problem, das man in solchen Ländern öfter mal hat. Also wenn Land stark wächst und auch der Kreditbedarf und die Institutionen, die wachsen da aber nicht hinterher oder können es nicht auffangen. Aber es wird für Indien möglicherweise ein ziemliches Problem. Allein schon was die Versorgung der Wirtschaft mit Geld oder mit Kredit betrifft. Und ich glaube auch, dass das kurzfristig das Wachstum erstmal belasten wird, bis man das Ganze in den Griff bekommt, weil es ja wirklich nicht so einfach ist. Und dann gibt es ja noch eine andere Sache, nämlich die Aktienmarktbewertungen in Indien. Wir haben natürlich das hohe Wachstum, aber auf der anderen Seite die Bewertungen, die spiegeln das natürlich auch schon wider. Wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die festgestellt haben, dass Indien so stark wächst. Durchschnitts-KGV im MSCI India ist momentan bei 25, was natürlich sehr hoch ist. Durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis fast bei 3 auch schon und eine Dividendenrendite im Durchschnitt von nur 1,3%. Also alles nicht so attraktiv. Und diese Faustregel, wo man ja immer sagt, na, die Emerging Markets, die sind normalerweise günstiger bewertet, das stimmt bei Indien schon mal nicht. Indien hat ein sehr hohes Wachstum, aber das wissen die Anleger eben auch. Und dementsprechend sind die Bewertungen da überdurchschnittlich hoch. Wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit China, also China-Aktien in Hongkong, da haben wir vielleicht einen Durchschnitts-KGV momentan von 8 oder 8,5 oder in die Richtung. Und wenn es um Einzelaktien geht, indische Einzelaktien, da ist es dann natürlich auch nicht immer so, dass man mit jeder Aktie aus Indien automatisch vom indischen Wachstum profitiert. Zum Beispiel Klassiker Tata Motors hier, indischer Autokonzern. Und der indische Automarkt, der ist ja tatsächlich auch groß mittlerweile und auch ganz interessant.
Aber bei Tata Motors, da ist es eben so, da geht es dann eben doch hauptsächlich um Jaguar Land Rover. Und das heißt, man muss da auch achten auf den Brexit zum Beispiel. Oder wie ist es mit den Dieselmotoren in Europa? Wie geht es da weiter? Oder wie geht es am China-Automarkt weiter? Also sogar der China-Automarkt ist für Tata Motors vielleicht wichtiger als der indische Automarkt. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktie nicht irgendwie interessant wäre momentan, aber es geht da eben nur bedingt um Indien. Genauso Tata Steel zum Beispiel. Da geht es dann auch eher um die Stahlkonjunktur, um die globale oder um die Fusion mit ThyssenKrupp, die ja jetzt gescheitert ist. Oder nehmen wir Infosys noch, IT-Konzern, aber da geht es auch eher um globale Entwicklungen. Und das ist natürlich oft so, also wenn man ein Land hat, wo das Wachstum hoch ist, dann heißt es nicht unbedingt, dass deswegen alle Wachs-Aktien aus dem Land so toll sind. Was eigentlich auch klar ist, man muss es nur immer wieder auch im Hinterkopf haben. Und bei Indien kommt dann eins noch dazu, so viele indische Aktien, die wir hier auch handeln können, die gibt es auch nicht. Das macht es auch ein bisschen schwierig mit indischen Aktien, aber zumindest gibt es ja ein paar wenigstens. Und wir machen da ja diese Woche, wie gesagt, schon mal einen Anfang mit Indiens Amazon im Zukunftsmärkte-Report. Der Internethandel in Indien, der ist noch nicht besonders groß, jetzt im Moment. Aber es gibt zum Beispiel eine Studie von der Forrester Group, die glauben, der Markt wächst jetzt die nächsten Jahre durchschnittlich um 26%. Und 2023 hat er dann ein Marktvolumen von 85 Milliarden Dollar. Wobei es bei unserer Aktie jetzt auch nicht um irgendeine Bude geht, wo wir sagen, wir hätten gern 26% Wachstum auch, sondern wir glauben, wir haben das Unternehmen, das diesen Markt wirklich dominieren wird. Und ich wünsche Ihnen da auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen. Und wenn Sie die Reports, wie gesagt, noch nicht kriegen, dann jetzt auf jeden Fall natürlich anmelden. Bin gespannt, was Sie sagen zu unserer indischen Amazon. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich weiß aber noch nicht, was ich machen werde letztendlich als Thema. Es gibt viele spannende Sachen für nächste Woche. Also es gab ja den Kurssprung zum Beispiel bei Gazprom, dann der Handelskonflikt, das verschärft sich momentan natürlich wieder oder es sieht zumindest so aus. Was umgekehrt auch heißt, China-Aktien werden wieder billig, auch solche China-Aktien, die jetzt nicht unbedingt vom Handelskonflikt so betroffen werden. Schauen wir mal, die Themen werden uns auf jeden Fall nicht ausgehen und wenn Sie nächste Woche auf jeden Fall dabei sein möchten, dann am besten anmelden hier am Kanal. Ist auch was, über das ich mich natürlich immer ganz besonders freue. Und wenn Sie sich anmelden, dann drücken Sie am besten auch gleich immer die Glocke, weil wenn Sie das tun, dann kriegen Sie auch Bescheid, wenn von uns wieder was Neues da ist. Bis dahin, alles Gute und natürlich herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.